schön, dass der... Am Start seit zum neuen Video aus Berlin. Ich bin eigentlich schon am Ende des Videos. Wir haben hier Baba Laison, ich will es kurz und knapp halten, gerade geadelt worden zum besten Döner Deutschlands, nicht nur einmal, unter anderem vom guten Big Baba. Wir gehen hier rein, schöner Lammdöner, schöner Kastenspieß, Istanbul-Style. Gulis war auch hier, hat den wirklich absolut abgefeiert. Und wir machen das, was wir immer tun, das, was wir am besten können. Wir werden uns jetzt ein Urteil machen, wir werden uns eine Meinung bilden von diesem schönen guten Laden. So sieht er aus. Ich weiß gar nicht, in welchem Stadtteil wir sind hier jetzt gerade. Wo sind wir? Cottbusser Straße? Ach, keine Ahnung. Ja, hier ist er. Wie das wohl ist, hier zu wohnen. Ich stelle es mir mal wieder vor an so einen Plätzen. Naja, schauen wir mal, ob wir mit offenen Armen empfangen werden. Wir hoffen sehr. Oh, scheiße, ey. Kommen wir hier durch? Ja, Mann. Guck mal, wie schlank der Bruder ist. Ui. Wo ist denn hier der Eingang, ey? Mussten wir da von der anderen Seite? Guck mal, oh, da ist der Spieß von außen. Das ist immer der erste Move. Das ist der erste Move, den immer die Dönerschneider bringen. Messerschärf, das finde ich immer gut. Das für euch auch schon mal. Man kann von drinnen Döner bestellen, man kann von draußen vorbeigehen Döner bestellen. Ich dachte gerade, sind da zwei Dönerspieße? Nee, das ist die Spiegelung. Schön rosa von hinten. So will ich das sehen. Boah, Traum. Du brauchst noch so eine Ausbildung als so Kung-Fu-Kämpfer. Wenn du jetzt noch mit dem Schwert so hinter deinem Rücken so bam, bam, paar Moves, das wäre heftig, oder nicht? Riecht gleich das Lammfeeling. Schön Fettstücke. Es wackelt wie Wackelpudding. So, also so begeistert sah der Kollege nicht aus mit dem Anzug, dass ich da bin. Ach so, das ist der Eingang. Da müssen wir aber noch was machen. Hier so, bam, Blumentöpfe. Da auch noch Blumentöpfe, bam, und so einen roten Teppich. Oder, also nicht für mich allgemein. Ich habe nicht gecheckt, dass hier der Eingang ist. Aber ich bin noch dumm. Der Chef, der kann nur Englisch. Ich habe schon gesehen, scheiße, ey. Könnt ihr euch auf was gefasst machen? Ich mache mich wieder zum Affen. Aber egal, wir gehen erstmal rein. Sieht gut aus, offene Küche, kannst alles einsehen. Da wird gerade Fleisch bearbeitet. Schöner Überblick hier für euch. Oh, Baba Laison. Das riecht wirklich stark nach Lamm schon. Ich hoffe, dass es nicht zu doll im Spieß überwiegt. Stark, ey. Was ist das hier? Kürbis oder was? Ist das Kürbis hier? Ja. Ah. Geile Creme, so wie es aussieht. Da haben wir unsere Ecke. Also ich habe diesmal mir sogar Videos schon angeguckt, das mache ich ja meistens nicht. Das sah mir sogar noch viel größer, verzweigter aus, der Laden. Jetzt, wo ich hier selber da bin, merke ich, es ist eigentlich nur ein Raum und hier eine extra Ecke für den Döner. Und was hier halt besonders ist, die haben hier noch die sauren Gurken am Start. Das ist halt dieses Türkei-Feeling. Zwiebel, saure Gurken, Eisberg, Tomaten. Und der Dönerspieß ist ein Gedicht. Ein Gedicht von Dönerspieß. Nur Kalbfleisch ist das? Ja, genau. Ah, und oben schön das Fett. Aber Lamm habt ihr noch mit drin, ne? Bisschen Lamm, ne? Ja, mhm. Und Chef, das große Chef, Türkei kommt gleich letzte Monate. Ja, kommt aus der Türkei. Ja, natürlich. Ah. Da kommt gleich das Fleisch runter. Stark. Ja, ich teste es gerne. Oh. Kein Lammfeeling, außergewöhnlich gut. Ich muss auch sagen, noch nie so einen salzigen Spieß gegessen. Sehr, sehr salzig. Ich muss mal gucken, wie sich das im Brot behält. Aber überraschend stark vom Charakter. Schön herb im Geschmack. Nicht ganz wie bei Fairhart von der Herbheit. Heißt aber nicht, dass sehr herb unbedingt das allerbeste sein muss. Ne? Es ist vom Geschmack noch ein bisschen anders. Wir nehmen zwei Runden. Wir nehmen einmal Dürüm und wir nehmen Döner. Königsrunde als zweites. So machen wir das. Wir haben alles gesehen hier. Ich hasse es immer, das zu sagen, weil ihr immer so gleich aufspringt. Aber ich kann es immer wieder sagen. Der einfachste und der häufigste Fehler beim Essen ist zu viel Salz, zu wenig Salz. Macht beides den Brei madig. Ich weiß nicht, wie sich ein Döner verhält. Aber es ist, ich habe noch nie so einen salzigen Selfmade-Dönerspieß. Ich habe noch nie so einen salzigen Dönerspieß generell gegessen. Also sehr, sehr, sehr viel.
viel Salz. Gucken, wie sich so ein Brot verhält. Wenn man jetzt Döner Teller isst, das wäre zu viel. Es wäre einfach zu viel. Und jetzt könnt ihr auch schreiben, was ihr wollt in den Kommentaren, das ist so. Weiß nicht, wie es an anderen Tagen ist, heute ist brutal viel. Ich würde starten mit einem Dürüm. Könnt ihr mir einen Dürüm machen? Gerne. Ja, perfekt. Vielen Dank. Macht ihr auch selber das Brot, ne? Ja, natürlich. Sehr schön, perfekt. Super, vielen Dank, mein Lieber. Danke, danke. Ich nehme mal direkt mit. Ich werde einmal hier vorne, weil die Musik laut ist, nicht wundern. Ich gehe kurz hier vorne essen, ne? Ich komm gleich wieder rein. Dankeschön. Also, wir müssen draußen essen. Keine Chance, geht nicht anders. Ganz weiches, flauschiges Brot. Scheinen sie gut gemacht zu haben. Auch das kann bekanntermaßen den Brei sehr madig machen, wenn es nicht gut ist. Ich muss dazu sagen, haben sie auch nicht mehr warm gemacht. Ne? Ich habe es so bekommen, sehr durchdringendes Gurkenfeeling. Da haben sie ein Alleinstellungsmerkmal. Klar, viele benutzen Gurken, gibt aber ein komplett anderes Feeling und nicht so gurkenbasiert. Du hast noch ein bisschen Gurkenfeeling, hier haben sie aber sehr viel reingemacht und ist schon sehr gurkenlastig. Aber geil, das ist geil. Fleisch geht dadurch beinahe ein bisschen unter. Das ist natürlich dein Minuspunkt. Aber das ist wirklich so das Feeling. Das ist dieser übliche eingelegte Gurkengeschmack. Wenn ihr einen Burger zu Hause habt, euch einen Hotdog gemacht habt, ein bisschen übertrieben habt mit den Gurken, genau dieses Feeling ist es. So schmeckt es auch. Das Gehirn spielt dir beinahe einen Streich und du schmeckst noch den Senf mit, der natürlich nicht dabei ist. Aber so wie beim Hotdog, wisst ihr? Jetzt kommt das Lamm auch ein bisschen. Ich muss sagen, hier in dem Dürüm merkst du den hohen Salzgehalt nicht mehr. Dafür ist es perfekt abgestimmt. Nur wie ich eben gesagt habe, viel zu viel Salz, merkst du nichts mehr von. Wäre mir hier nicht aufgefallen, frage ich, wie es halt auf dem Döner-Teller ist. Das wird kritisch. Jetzt kommt das Salzfeeling. Jetzt kommt auch das Lamm-Feeling. Lamm ist aber tragbar noch. Ist nicht so doll. Wir snacken auf, Bewertung zum Schluss. Jetzt geht's zum Döner. Sehr lecker. Sehr lecker, dankeschön. Sehr lecker. Perfekt. Hast du gut gemacht, Chef. Super. Schmeckt gut. Also das Gurkenfeeling kenne ich jetzt. Ich werde den Döner tatsächlich auf Klassik bestellen. So wie ich sonst kenne. Tomaten, Zwiebeln, das war's. Haben wir so den perfekten Vergleich. Heute schnelles Video wahrscheinlich. Man weiß vorher nie, wie es läuft. Oh, da kommt das frische Brot an den Start. Geil. Hier noch einmal für euch. Schöner Iskender. Wird bestimmt auch babamäßig hier schmecken. Wie viel kostet Döner, mein Lieber? 7 Euro gerne. Kann man nicht meckern, Leute. Für den Spieß, im Vergleich das Hackspieße jetzt teilweise 97, kosten 98. Ist das eine Wucht vom Preis? Aber die Soße meiner Meinung nach, Leute, auf dem Döner, Adam, das kann es nicht bringen. Tatsächlich die gleiche Menge wie bei jedem auch, das ist gut. Okay, der war nicht für mich. Ich dachte, der wäre für mich. Mal gucken, ob sie bei mir auch normal Waage machen, da bin ich gespannt. Er ist guter Schneider, ne? Ja, natürlich. Er macht sehr gut. Aber auch nur 130 bei mir bitte, so wie alle kriegen, ne? Ja. Perfekt, sehr gut. Kannst du mir so geben? Genau, den esse ich direkt. Oh, der dampft schön. Oh, der sieht super aus, Leute, guck mal. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Also zwei Erkenntnisse direkt am Anfang. Es ist das angenehme Lamm, Leute. Muss klar unterscheiden, wie die Leute Lamm nehmen. Kann es bis heute nicht sagen. Schreibt vielleicht eure Kommentare rein. Ich habe viele Theorien gehört, ob es an der Schlachtung liegt, am Alter, an beidem, an der Belastung bei der Schlachtung, an dem Stress. Manchmal ist Lamm einfach dieses intensive, unangenehme Lamm. Das ist das Angenehme. Du merkst das Lamm, aber es ist angenehm. Zweite Erkenntnis, Brot. Brot ist für mich
geil, weil Selfmade ziehe ich nahezu jedem Industriebrot vor. Man merkt aber, dass es Selfmade ist. Es ist so ein bisschen auch Selfmade-Charakter so. Ich bin inzwischen auch ein bisschen im Brotgame drin. Wenn ich zu Hause Brot mache, man merkt, dass so dieses Selbstgemachte, es fehlt dieser professionelle Charakter. So wie bei manchen Dönerläden, wo du einfach merkst, boah, die haben ihr Leben lang nichts anderes gemacht als Dönerbrot. Das hat diesen Selfmade zu Hause gemacht Charakter, was nicht schlecht ist, ne? Aber der Profi-Charakter kickt natürlich noch ein ganz kleines bisschen mehr rein. Dicke Ladung Fleisch. Das für 7 Euro, Leute. Da kannst du nicht meckern. Ich kann definitiv schon sagen, eine Empfehlung, 100%. Und ganz wichtig auch, du brauchst keine Soßen. Nicht falsch verstehen, meine Worte werden mir in meinem Mund umgedreht. Natürlich kannst du Soßen nehmen. Natürlich können Soßen Upgrade sein. Aber du brauchst sie hier nicht und das ist wichtig. Das ist was, wenn man jetzt auf klein geht, wo es natürlich Abzug gibt. Sind auch noch nicht lange hier, aber das ist ein bisschen an der Seite. Der ganze Apparat hier, den hast du ohne Fleisch. Wäre natürlich besser, wenn es besser verteilt ist. Hier ganz viel, hier fast gar nichts. Da muss mehr Präzision. Es ist so, wenn du ganz oben mitspielen willst, muss da mehr Präzision. Nur Brot und Zwiebel. Ich kann euch sagen, wenn ich privat essen gehe, ich sehe das ganz anders. Ich bin wirklich hier jetzt einfach in für mich beruflicher Mission. Ich muss euch das hier andeuten. Ich stell euch nicht vor, so vor, ich sitze hier mit einem Kollegen und sulze ihn voll. Ja, okay, vielleicht doch schon. Bei Döner vielleicht schon, aber Bock einfach zu essen. Es bockt trotzdem sehr zu essen. Guckt, also ich habe hier jetzt Hälfte vegetarischen Döner. Geile Röstung kommt rein. Geile Röstung vom Fleisch gerade. Guck, und wir haben hier halt an einer Stelle wirklich viel, viel Fleisch, an der anderen Stelle nichts mehr. Den hohen Salzgehalt hast du hier auch nicht mehr gemerkt. Also der Gaumen gewöhnt sich auch dran. Ne? Es wird dann weniger mit der Zeit. Bei manchen kannst du es auch am Ende gefühlt nicht ertragen. Das war in keinem Fall, in keiner Sekunde hier, weder beim Dürüm noch hier so, dass es so war, dass du es nicht mehr essen konntest. Keine Frage. Also es ging noch klar. Wir halten es kurz und knapp. Bewertung. Ich habe alles gesagt. Wir brauchen jetzt nicht noch 100 Jahre labern. Dürüm 8, Döner 8, beides 8 Punkte von mir. Stabiles Ding. Aber haut jetzt auch nicht vom Sockel, wenn man die ganz dicken Banger in Deutschland direkt gegenüberstellt. So, aber boah, jederzeit würde ich da wieder rein. Ganz, ganz starkes Ding. Aber mit der Erwartung, man geht hier hin, besser Döner Deutschlands, nein, keine Chance. Ich sage danke fürs Zuschauen, lasst gerne den Daumen oben scheppern. Lasst einen Kommentar da, was ihr zum Video sagt und dann bis zum nächsten Mal.